sollen wir anfangen? Ja, und damit hallo und herzlich. Darf ich? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 hier vom Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier gibt es eine Alarmanlage. Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne okay. Ihr spielen in der Vergangenheit oder heute gibt es Vergangenheit. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Scheiße. Den Versuch war's wert. Was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten? Wir müssen irgendwie in das Haus reinkommen. Wir haben immer das gehört. Ich denke mal, das wird sich dann rausstellen, wem das gehört. Wo ist denn unser Bruder? Was ist er denn? Ah, da steht er. Der junge Nathan Drake. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Ja, die letzte Folge war ja aber echt ein bisschen heftig. Hey Nathan, da. Oder was für ein Zufall. Ach ja. Hier, mir nach. Gib mir deine Hand. Ich glaube, er hat die Kletter... Wo ist denn dein offenes Fenster? Wo siehst du denn dein offenes Fenster? Ich glaube, er hat die Kletterskills noch nicht. Da ist ein offenes Fenster. Ja. Komm, Nathan. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Danke. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Kopien, Aufzeichnungen aller Art. Hier drin ist nichts. Mein Name ist Kenny, wir waren letzte Woche in Adventure Lodge beim Vortrag in den Rüstungssatz aus der. Was uns aber äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum bereiche, wir haben von Respekt. Ich schreibe Ihnen heute, weil es seit kurzem ein paar solche Studierenden in meinem Besitz befindet. Gehört denn die Bude? Ich meine nicht, dass es Sullys Bude ist. Sully haben wir ja später kennengelernt. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, das geht. Und sieht zwar nicht besser aus. Ab nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Abends Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Kleine Messi-Bude. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Okay. Wäre ja zu schön gewesen.
Grüße aus Peru, ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manuel hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt. Meine Mutter ist sehr beschäftigt mit dem Vorbereitungen über alles Liebe. Dad. Okay. Gibt es jetzt nochmal überflogen? Oh, guck mal. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Haben die denn hier gewohnt? Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, ich... Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Wow. Was zum Teufel? Das ist so eine... Nicht nur eine Art, das ist einer. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Der Junge hat echt Ahnung. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen die Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Langsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Würde mich nicht überraschen. Ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Was gebe ich für so eine ungefähr. Okay. Ich würde gerne wissen, wer hier wohnt. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht. Wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Reicht. Deprimiert nur. Lass mich doch mal vorbei. Hey, sieh mal. Aber Cäsar.
Was heißt da drin? Das ist ein Kochtopf, ein Nachttopf. Fruchtbarkeitstotems. So was ist man nie jung. Na doch. Wir nehmen es zurück. So, was haben wir da? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Steinschlossbüchsen. Ob die noch funktionieren? Wow. Lawrence von Arabien. Geht ihm aus dem Weg, Junge. Eine Turnierrüstung. Französisch. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Gucken wir erstmal noch hier unten. So ganz allein. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Ich bin immer nur so rasch wie freut, wieder auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du glücklich aus immer noch tust, was der Spaß hat. Wir getrennt leben, fühle mich immer mit Stolz. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Sowas. Meine Reise klingt traumhaft, haben die Maya etwas für dich dargelassen. Ich freue mich darauf, meine Rückkehr. Okay. Hier könnte man richtig was Schönes draus machen. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Hier ist noch eins. Nein. Nope. Samurai. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Schlauer kleiner Kerl. Beeindruckend. Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Ich will mal noch da hochgucken. Geht nicht. Da ist noch was. Wer wohnt denn hier? Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Verschlossen. Nu? Was machen wir nun?
Lüftung. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Da oben. Ah, nicht im Foto. Ja. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Hilfst du mal? Dankeschön. Ah, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Ein Selfie. Schön. So. Dann geht mal die Kletterei los. Achso, okay. Oh nein! Und die nächste. Nee, das nächste Mal lassen wir es hängen. Hier, sieh dir das an. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Was soll ich mir denn anschauen? Ja, super. Gerade echt, ist das ein Rauchmelder? Ich glaube, das ist ein Rauchmelder, ja. Der ist ein Twake, der Einbrecher. So. Okay. Okay, bin drin. Warte. Protein. Von hier ist sie auch verriegelt. Hab ihn. Aber mehr ist hier aber auch nicht. Ich hatte auf diesen Scheiben zu müssen. Ich hatte gehofft, mein Schwanz wäre in unserem letzten getötet worden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner Wiederholung wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, klar, dass er zu viel meint. Ich brauche dein Geld nicht, genau gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Ich werde unsere beide Intelligenz vorzutäuschen durch deine leere Geste. Irgendwann bin ich auch verbunden. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment so nicht, als du dich daran entschieden hast. Ich meine, das hatte ich bis zu deinem letzten Ahnung. Ich tue es nicht. Ich bete. Okay. Ja. Echt traurig. Wenn man so verfolgt, am Anfang haben wir noch Brief gelesen, wie sie es geliebt haben, bla bla bla, dann, ja, das sieht gut aus auf dem Cover und jetzt sowas.
Gut, meine Lieben. Aber bevor wir die Tür aufmachen, möchte ich gerne Pause machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao.